Da ist mein geheimer Survival Prepper Nahrungscache, also eine vergrabene Notration. Und wenn du wissen willst, was da drin ist, ja, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe hier meinen geheimen Prepper-Cache. Und da drinnen, da haben wir etwas vergraben. Also wir, ich und der Tobias, mein Sohn. Und zwar einen Nahrungsmittelvorrat. Das Ding ist wasserdicht verpackt, das wirst du gleich sehen. Und hier eingebuddelt. Und wenn man das schön macht, dann kriegt das auch keiner mit. Also Kinder, nicht nachmachen, in irgendeinem Wald irgendwas eingraben. Ein Wald, der dir nicht gehört. Ich bin hier auf waldurlaub.at und im Bushcraft Camp. Und da habe ich die Erlaubnis dazu. Und da mache ich das natürlich auch. Aber sonst bitte, 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 bitte solche Spiele nicht machen. Aber wir wollen ja wirklich nur spielen. Hier ist es jetzt. Der. So. Haha. Mein Nahrungsmittelteil. Ja, und jetzt im Detail. Das hier, das ist das Tactical Food Pack Week Pack. Also übersetzen wir es, das taktische Essenssackerl. Und zwar das Wochenpaket. Und zwar, da sind 21 Mahlzeiten drin. Das heißt, ich kann mich eine ganze Woche davon ernähren. Und zwar wasserdicht verpackt, luftdicht verpackt, haltbar bis ins Jahre, weiß ich nicht, extrem lang. Hier an der Stelle, da reißt du so diesen Kunststoffsplint raus. Ja, den stecke ich jetzt gleich ein. Bitte nicht fallen lassen, beziehungsweise wenn, dann wieder aufheben. Und jetzt ziehe ich hier an diesen Teil hier an. Das sind die Mahlzeiten. Ja, also ganz ernsthaft, das sind erst 21 Mahlzeiten. Die sind noch einmal schön verpackt. Ja? Das heißt, die sind noch einmal Vakuum, Luft und wasserdicht verpackt für eine extrem lange Haltbarkeit. Ich mache dieses Video jetzt am, lass mich kurz nachschauen, am 9. Februar 2021. Und dieses Teil hier hält noch mindestens bis 30.10.2028. Das heißt auf jeden Fall 7,5, sagen wir 8 Jahre. Mindestens haltbar. Und das, in Wahrheit hält das doch noch viel, viel länger. Es gibt da jetzt unterschiedliche Teile, die da drinnen sind. Und zwar einerseits einmal Mashed Potatoes, das ist alles Englisch, ja, aber ich übersetze es, weil es eh drunter steht. Kartoffelbrei mit Speck, habe ich schon probiert, ist nicht so schlecht. Reis mit Schwein, ist auch nicht so schlecht. Übrigens, billige Eigenwerbung alles hier. Die ganzen MREs einzeln und auch dieses Backerl hier, dieses Prepper-Backerl, gibt es bei meinem Shop, Link gebe ich da unten, sehe ganz klar. Spicy Nudeln, die sind sehr gut, diese würzigen Nudeln, die sind wirklich sehr gut. Spaghetti mit Nudeln und Rindfleisch ist auch gut. Oh, das ist eines meiner Lieblinge. Chicken Curry. Curry-Huhn. Ja, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Indien. Ja, oder Thailand, sowas in die Richtung. Ist auch nicht schlecht. Nudeln mit Huhn. Oh, das ist mein zweitliebstes. Das ist die Fleischsuppe. Alter, ist die gut, wie man in Österreich sagt. Ja. Die ist sehr, sehr gut. Ja, das ist ein Frühstück. Das ist so ein Apfel-Haferbrei. Die sind immer zweimal eingepackt. Also du hast beides zweimal mit dabei, dass du ein bisschen Abwechslung hast. Das finde ich auch sehr praktisch. Da haben wir auch Reis, spicy Nudeln wieder da. Frank, wo kommt mein Liebling? Mashed Potatoes hatten wir schon, das hatten wir auch schon. Oh, als Nachspeise ist dieser Reispudding mit Erdbeeren. Und da kann ich extrem viel davon essen, das ist ein Problem. Eine Portion da hier hat 90 Gramm und hat 425 Kalorien. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und mit dieser Portion mit Spaghetti mit Rind anschaue, dann sind das sogar 542. Also das ist doch eine richtige, echte, volle Mahlzeit. Und wenn man es ein bisschen streckt, vielleicht auch mit Nahrung aus der Natur, dann kommt man da recht lang durch. Aber wo ist mein Liebling? Das haben sie ganz unten reinpackt. Oder haben sie mein Liebling ganz unten reinpackt? Nein, das war es jetzt eh schon. Gut, weil mein absoluter Liebling, den erzähle ich dir nachher. Aber
Das kommt so in einer Box. Ich zeige dir jetzt dann, wir kochen dann jetzt dann nachher. Ich würde sagen, ich habe irgendwie Gustav Süßes, sieht man auch, dass ich gerne Süßes esse. Das machen wir dann nachher. Aber noch ganz kurz zu diesem Kübel. Der Kübel ist wasser- und luftdicht. Ja? Das ist so richtig als normaler Kübel. Also nicht, der hält auch was aus. Also da jetzt drüber marschieren über das Eingekrammene, das hält ja alles locker aus. Mit einem Panzer kann man nicht drüber fahren, das ist klar. Oder mit meinem Amarok, wo ich immer wieder gerne Tests mache, das würde ich auch nicht tun. Aber jetzt so ist er mal absolut in Ordnung. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist das luft- und wasserdicht. Das heißt, das kannst du in einen feuchten Keller stellen, das kannst du eingraben, das kannst du überall hinstellen. Es ist eine ideale Versorgung für eine Person für mindestens eine Woche, wenn nicht sogar länger, mit Nahrungsmitteln, die wirklich etwas können. Aber jetzt halte ich's Maul und jetzt kochen wir das mal, oder? Ja, da ist jetzt so ein Backerl und schau dir das mal an, das ist ganz, ganz flach. Das heißt, das ist auch ideal, wenn du es zum Beispiel ins Fluchtgepäck mitnehmen willst oder zum Wandern oder sonst was. Das Schöne ist, das ist auch relativ einfach zubereitet. Du reißt hier unten diese Lasche auf und dann kannst du das Teil auch wirklich schön hinstellen, weil da kommt jetzt dann heißes Wasser dazu. Und das ist auch ziemlich einfach. Dazu wird da oben aufgerissen, aufgemacht. Das zeige ich dir jetzt noch, bevor wir jetzt dann noch das Wasser heiß machen. Und schau mal her. Das ist alles getrocknet. Das heißt, da ist jetzt überhaupt kein Glutamat oder Geschmacksverstärker drinnen. Alles überhaupt nicht, sondern das ist wirklich getrocknete Zutaten. Das heißt, das wurde jetzt nicht vorher gekocht und irgendwie wie in einer Konserve, sondern das sind die Einzelzutaten. Außer den Feuchtigkeitsspender, den würde ich irgendwie nicht mitkochen, den würde ich rausgeben. Der ist nämlich überall dabei. Aber das ist im Endeffekt dieses getrocknete Zeug. Ich meine, Hand aufs Herz, wenn man kein Wasser hat, kann man das auch lutschen. Das schmeckt jetzt nach Vanille. Dann nehme ich mal da gleich ein paar Beeren auch noch raus. Schmeckt jetzt gar nicht mal so schlecht. Also wenn man kein Wasser hat, kann man es auch verwenden. Aber du wirst gleich sehen, geschmackiger, wie man in Österreich sagt, ist es auf jeden Fall mit heißem Wasser. Naja, dann werden wir es mal kochen, nämlich Wasser zum Kochen bringen. Eine Sache noch. Es wäre auch denkbar, das Wasser kalt reinzugeben. So wie ich es jetzt gerade vorher trocken ohne irgendwas gegessen habe, kannst du es natürlich auch nur mit kaltem Wasser machen. Aber der Nachteil ist, dass dann halt das Aroma doch nicht so toll ist, ja, wie mit heißem Wasser. Noch einmal, das mit dem Aroma, das ist wichtig. Es ist einmal erstens keine Geschmacksverstärker oder sonstige Zusatzstoffe enthalten, kein Palmöl, ja, sondern die Einzelzutaten sind einfach getrocknet und werden dann durch das heiße Wasser aufgekocht und die Zellen aufgebrochen und dann wird das Aroma auch freigegeben. Das ist der Unterschied auch zu anderen MRS. Und daher ist es natürlich vorteilhaft, wenn du es kochst. Gut, wie auch immer. Wir sind ja hier auf Waldurlaub im Bushcraft Camp und wenn du dir das anschaust, hier die Gegend, das ist alles ein bisschen hügelig und dann muss man die Sache ein bisschen vorbereiten, denn wir werden das mit einem Gaskocher jetzt das Wasser heiß machen. Natürlich geht das mit allen anderen auch. Ja. Du kannst das auch daheim mit einem Wasserkocher machen oder am Lagerfeuer. Oder mit einem Hobokocher oder mit Öl, Benzin, Spiritus, vollkommen egal. Hauptsache das Wasser ist heiß und zur Not natürlich auch ohne Wasser bzw. mit kaltem Wasser. Gut, wie dem auch sei. Ja, ich lege jetzt mal los. So, immer schön auf die Unterlage achten, dass nichts umfällt. Na und jetzt brauchen wir Wasser. Gut, dass die Becher von Tatonka wieder der Hängelmack. Eine Skala haben, eine ungefähre. Ich weiß, dass das jetzt mehr als 200 Milliliter sind, aber es wird ja auch was verdampfen durchs Kochen. Den Kocher und all das, was ich da hier zeige, ist natürlich billige Eigenwerbung hier. Das gibt's auch. Alles bei mir im Shop. Ja, und jetzt heißt's Wasser mach, Scheiß machen. Ja, wenn ich gescheit gewesen wäre, dann hätte ich zu diesem Händelmarkt jetzt auch noch den Deckel mitgenommen. Den gibt es im Shop, habe ich aber jetzt aktuell nicht gemacht. Ich warte jetzt ein bisschen, das Wasser muss gar nicht so richtig voll aufkochen, sondern es reicht. Und da steht auch hinten auf der Verpackung drauf, wenn es 70 Grad hat. Und also das heißt, ich muss das jetzt nicht aufkochen, außer ich habe natürlich die Befürchtung, dass das Wasser irgendwo aus einer biologischen, also aus einer Quelle genommen wurde, wo biologische Gefahren drin sind, dann ist es natürlich sinnvoll, es zu kochen. Aber grundsätzlich für die Zubereitung der Mahlzeit wäre es nicht notwendig. Während ich jetzt auf das Wasser warte, da oben, ja, da schaue ich, dass nichts drüber hängt, dass man alle Teile runterkriegt. Übrigens bitte nicht wegwerfen, sondern mitnehmen oder es auch als Zunder aufheben. Das brennt gar nicht einmal so schlecht, aber das mal an einer anderen Stelle. So,
wie ich vorher gezeigt habe, das hier jetzt aufklacken, ja, damit ich das auch schön am Boden hinstellen kann. Das hat dann also eine richtig schöne Oberfläche und kann nicht umfallen, das ist auch ganz wichtig. Ja, übrigens, warten wir noch ganz kurz, bevor, also man kann das mit heißem, kaltem Wasser oder man isst einfach so raus im Notfall. Eine Sache noch, ja, es gibt auch ein eigenes System von Tactical Foodpack, wo du gar kein Feuer brauchst, wo du einfach mit einem Heaterpack, so nennen die das, also einem heizchemischen Reaktionsteil, das Ganze heiß machen kannst. Aber das zeige ich dir mal an einer anderen Stelle, also lass ein Abo da. So, das Wasser, das ist jetzt gleich soweit. So, jetzt machst du hier auf, das ist so ein richtiger Verschluss, also das kann man richtig so zusammenzippen. Ja, jetzt machen wir es wieder auf und ich habe da ein bisschen damit experimentiert und damit das schön offen hält, drücke ich es jetzt so zusammen. Dann ergibt sich da so eine schöne Öffnung, dann hinstellen, ja, dann kann ich das Wasser reinleeren und wie gesagt, also das passt jetzt schon, ja. So, das passt jetzt schon, das füllen wir mit rein. So, da lassen wir jetzt mal aus und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, was sich da drin tut. So, schau mal her, also da ist ein Teil, der ist schon mit Wasser befüllt und der andere Teil eben nicht. Und deswegen muss das jetzt zugemacht werden. Und jetzt Vorsicht, ja, also nicht herumschütteln wie verrückt, ja, aber so ein bisschen herumschütteln, wenn du keinen Löffel mit dabei hast. Ich merke jetzt auch, dass sich dieses Teil hier da ein bisschen aufbläst, weil natürlich das heiße Wasser, das kochende Wasser irgendwo hin muss. So, und jetzt, schau mal her, jetzt bräuchte ich eine Hand mehr, irgendwie ist das langweilig. Warum hat uns der Herrgott oder die Evolution oder was auch immer nur mit zwei Händen gemacht? Eine dritte Hand wäre oft extrem praktisch. Spaß beiseite. So, jetzt ist das schön durchgemixt, das ist halt wichtig. Ja, und jetzt zumachen. Wieder zumachen, aber eine kleine Öffnung hier an der Stelle, besonders wenn das Wasser richtig gekocht hat, so richtig gesprudelt hat, ja, die ist sinnvoll, damit das Ganze nicht sich extrem aufbläht. Ja, jetzt ein paar Minuten warten und dann geht's los. Ja, und um das mit der Zeit ein bisschen zu präzisieren, auf jeder Packung gibt es hinten die genaue Anleitung und da steht jetzt 8 Minuten, um sich das Ganze, ja, so vor sich hin wirken lassen. Da schauen wir auf die Uhr und ich nutze die Zeit ganz kurz, um dir ein paar Sachen noch zu beschreiben. Nummer 1, natürlich ist das ganze Zeug hier, ja, High-End und wenn du dir das anschaust bei mir im Shop, dann wirst du sehen, dass es natürlich auch seinen Preis hat. Aber schau mal, es ist kompakt, es ist leicht und es ist extrem lange haltbar. Kann man jetzt sagen, Reini, kaufe mal einen Sack Reis. Der ist auch extrem lang haltbar, ganz genau, ist richtig. Das hier ist fix fertig verpackt, ist Meal Ready to Eat und ist halt ein anderer Zugang. Das heißt ja jetzt nicht, dass man seinen gesamten Krisenvorrat nur mit solchen Kisten hier, ob einzeln oder als Kiste, bestreiten soll. Das will ich damit ja überhaupt nicht sagen. Aber dazu mischen ist es auf jeden Fall interessant, besonders für das Bug-Out-Bag, das ist Punkt A. Und Punkt B, überlegt, das Ganze ist auch Tauschmittel. Ja, ich habe das schon in einem anderen Video gesagt zum Thema Konva, dass es ja auch die Berichte gibt, dass in Katastrophengebieten diese MREs, jetzt nicht unbedingt die hier, aber Konva bzw. NRG und wie sie alle heißen, von der UNO, von den Hilfsorganisationen zu den Menschen, zum Beispiel in Afrika ist das dokumentiert, gebracht worden und die haben das gar nicht selbst gegessen, sondern haben das über den Schwarzmarkt wieder umgetauscht gegen andere Sachen, weil die einfach so wertvoll sind. Denn eins ist schon klar. Ein Sack Reis ist cool und ich sage auch, und jemand, der mich schon länger verfolgt über die Jahre, ich habe immer wieder gesagt, dass sowas in einen Krisenvorrat gehört, nämlich Reis zum Beispiel oder ganzes Getreide oder was auch immer. Aber das hier ist schon eine andere Geschmacksliga. Und ich kann dir eins sagen, du müsstest das mal ausprobieren, aber probier es aus in meinem Shop. Ich meine, hol dir von jedem mal ein Teil und du wirst deine Präferenzen rausfinden. Das ist wie im Restaurant. Kaschmir. Und ich glaube mittlerweile, ohne Gastronom zu sein, dass so viele, ich sage jetzt mal Gourmet-Tempel, genau auf die Art und Weise arbeiten. Dass das alles irgendwie gefriertrocknete Zutaten sind, die man einfach nur mit zusammenmischt, irgendwie ein bisschen schön auf einen schönen Teller mit ein bisschen garnieren und das wird serviert und du denkst, so schmeckt das zumindest. Also das schmeckt nicht nach Kacke oder so MAE-mäßig, sondern so richtig cool. Ja, ich habe dir, schau auch auf meinen Shop, dort gibt es die Empfehlungen, die ich am liebsten mag. Ich habe alles schon durchgetestet und glaub mir, ich verstehe was von Essen. Nicht nur viel, sondern auch gut. Und daher, gut, schau es dir einfach einmal an. Oh,
Ah, schau dir das an. Ich möchte was sagen. Ja? Kennst du heiße Liebe? Ich meine das Eis natürlich, ja. Glaubst du denn? Das Eis, heiße Liebe. Himbeer, Erdbeer. Mit ein bisschen Eis dazu. Und da jetzt hier. Schau dir das an. Ich mache das nicht, weil du das bei mir zum Kaufen kriegst. Oder ich dir das unbedingt verkaufen will. Nein, echt nicht. So. Es ist so gut. Ja, während ich so genüsslich vor mich hin esse, mag ich dich um einen Kommentar bitten. Was hältst denn du davon? Kennst du Textil Foodback? Was ist deine Meinung dazu? Und auch, was ist deine Meinung zu diesem Paket hier hinten? Hm? Findest du das ist ja eine gute Idee? Ich werde das auf jeden Fall wieder eingraben, damit ich das nicht mit meiner Frau teilen muss. Und dann kann ich immer in den Wald gehen und immer Essen naschen. Aber psch, das verrat man ja nicht. Das war's jetzt. Gebt da unten den Link zu all den Produkten hier. Wie gesagt, schaut da auch meine Empfehlungen an. Die sind wirklich super. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst bei dem Video. Lass ein Abo da. Es wird noch viele weitere Videos zu dem hier geben. Und Möglichkeiten und Koch- und Zubereitungen. Da geht es direkt in meinen Shop. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin süchtig. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Und ciao.